Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, wir sind bei der Weizenernte, haben schon die ersten 21.597 Liter. Das muss ich mir mal so ein bisschen merken im Hinterkopf, aber ich glaube, wir werden ja auch jetzt irgendwie zwischen der Ernte eine längere Pause haben von ein paar Tagen. Mit den Aufnahmen. Die wir wahrscheinlich nicht merken können. Vielleicht müsste ich mir das irgendwo aufschreiben. Oder vielleicht haben wir gerade keinen Weizen im Lager, dann können wir gucken, wie viel Weizen reinkommt. Aber ein bisschen ist drin, ne? Ja. Ich glaube, wir haben irgendwie 40.000 Liter Gerste drin und ein bisschen Weizen noch, ne? Kannst du eh oben sehen, oder? Wenn du einlagerst. Einfach beim ersten stehen bleiben, wo du auslagerst. Was? Weil, warte, ich schau mal nach. Wo sieht man das? Escape-Menü. Escape-Menü bei den Preisen, also da, wo du die Preise siehst. Ah ja. Oh, Weizen hast du gesagt? Ja, dann lade ich schon welchen ab. Der war eigentlich fast leer. Ja. Ja, du hast ja Weizen drin. Er war leer oder er war fast leer. Also es war 1000, 2000 oder so waren da drinnen. Ja, du kannst ja gleich nochmal reingucken, wenn ich hier komplett abgeladen habe. Alles, was mehr als 21.500 drin ist, das war vorher drin. Okay. So, oder 12.000 kannst du jetzt abziehen. Zieh mal 12.000 ab. Ja, 1.394. Okay. Ja, das ist dann nicht sehr verdächtig. Vernachlässigbar. Ja. Schön. Also wir haben ein bisschen Weizen kriegen und in Gerste liegen 44.000 drin, ne? Ja, also, gut, also da können wir dann... 45.000 sogar. Ja. Ja. Da können wir dann, wenn dann quasi der Höchstpreis erreicht ist, Winter, erstes Quartal wäre das, wie wir das geguckt haben, ne? Da können wir dann mal gucken, dass wir so von beiden so viel drin haben, dass wir quasi insgesamt diese 24 Monate dann drin haben für unsere Hühner. Das heißt also das Zwölffache von dem, was in den Trog reinpasst momentan, und dann sollte alles gut sein. Gut, okay. So viel können wir dann abverkaufen, meine ich damit, ne? Ja, ja. Und dann, ja, das wäre ja schon mal ganz toll. Also ich denke, da können wir dann so 40.000 Liter oder so können wir oder eine Frucht können wir, glaube ich, komplett verkaufen dann. Soll ich mal wegen der Ballenaufsammelmaschine schauen? Möchtest du die jetzt haben schon? Brauchst du die? Ah ja, du hast... Ja, ich meine, das ist halt doof, wenn ich dann... Ich glaube, es ist besser, wenn du da das Feld quasi weiter aberntest und ich dann nachher erst... Ja, ich kann sie dir kaufen, ist kein Problem. Soll ich die gleich holen? Der grüne Traktor reicht dafür? Der grüne reicht locker dafür, du brauchst 70 PS oder sowas. Die Frage ist, die Ballen, wo du die Ballen hinstellst, weil du kannst die ja dann aufrecht hinstellen und ich glaube, die kriegst du nicht reingestellt in unseren Schuppen, aber das kannst du mal ausprobieren. Da musst du aber rückwärts fahren damit, ne? Rückwärts in den Schuppen rein. So, ich muss mal ein bisschen Geld ausleihen. Ja, im Notfall. Ich meine, es ist ja schon eine Erleichterung, wenn sie dort sind, aufgestapelt. Ja, also vor allen Dingen, wenn du dreimal irgendwo welche dahin stapelst in der Nähe und den Rest kannst du dann ja schon zum Verkaufen fahren. Ja, eh. So, wir müssen in die Ballentechnik gucken. Wo ist die Ballentechnik? Ballentechnik. Und dann brauchen wir den Sammelwagen für Rundballen von Ursus. Den den T127. Das ist übrigens ein Mod, also, ne? Okay. Die wir da kaufen. Details kaufen. Ja, für 39.000 steht er beim Händler bereit. Okay, leckte kurz. Ne? So. Dann gehen wir jetzt wieder in den Mähdrescher hier weiter. Und dann werden wir jetzt einmal runterfahren. Weizen abmähen. Mähen. So. Da piept was bei dir. Ja, ich wollte nur nicht mitten am Feld ablagern. Ist schon sehr schön. Sind das, stehen denn jetzt irgendwie an, also spring mal raus, guck mal, ob die Strohballen sich unterscheiden, ob das eine jetzt ein Dingsstrohballen ist und das andere ein Bumsstrohballen.
Hast du vorne Stroh in der Schaufel drin? Nein. Heißen die anders? Stroh? Stroh? Vielleicht ganz rüber aufs Feld, weil dort habe ich hier begonnen. Ja, aber nee, also vom Namen her war es jetzt, ob der eine jetzt Weizenstrohballen heißt, weil den wir kaufen, so. Der heißt nämlich Weizenstrohballen. Okay, nein, dort steht nur Stroh. Okay, dann das wird wahrscheinlich der Unterschied sein. Hm. Schon lange keine Tore mehr gefallen. So, dann fahre ich mit dem grünen Traktor zur Aufsammelmaschine. Zu was? Zur Aufsammelmaschine. Achso, zum Ballensammelwagen. Sammelmaschine. Aber ja auch. Ja, ist ja richtig. Also ist ja nicht ganz verkehrt, was du. Was du gesagt hast. So, auf geht's hier. Schön immer den Weizen abschneiden. Oh. Da kann man schön Weizenbrot draus machen dann. Also Mehl. Und dann das Brot. Mm. Ich esse ja gerne Weißbrot, ne? Okay. Also so wenn ich hier, also oder Brötchen, ne, das esse ich auch richtig gerne, aber es ist halt eben so sehr kalorienhaltig und so, ne? Dass du da natürlich dann, das ist nicht vereinbar mit einer Reduktion des Bauchumfangs. Ja. Leider. Aber gut, das ist halt so, ne? Alles, was lecker ist, macht dick. Naja, nicht ganz alles, aber fast alles, was lecker ist, macht dick. Das ist ja ganz böse. Alles, was man zu viel isst, macht dick. Naja, nee, also du kannst natürlich auch, was heißt zu viel essen? Du kannst natürlich auch durch die, durch den Fettgehalt deiner Nahrung und durch Kohlenhydrategehalt und ähnliches, kannst du das natürlich durchaus steuern, ob das, was du isst, dir zu fett macht oder nicht. Ne? Also ob es dich dick macht oder nicht. Das kriegst du ja schon hin, aber das Problem an der Sache ist halt, dass Dinge, dass du quasi dich durchaus satt essen kannst und auch richtig viel essen kannst, was kaum Kalorien hat, das funktioniert ja auch. Zum Beispiel eine Gurke. Also wenn eine Gurke, dich nur von Gurken ernähren würdest, das wäre gar nicht mal so gut, weil die du Gurke... Nur Wasser hast. Ja, dann musst du erstens, dass du da andauernd pinkeln musst, aber die Gurke verbraucht im Körper mehr Energie für die Verdauung, als sie selber dem Körper zuführt. Mhm. Das heißt also, zum Abnehmen ist Gurkensalat wunderbar, wenn man den Gurkensalat als Gurkensalat pur quasi zu sich nimmt und nicht sich ein Dressing dran macht. Macht man sich wieder ein Dressing dran mit irgendwelchen Ölen oder so, ne, dann hast du natürlich wieder zu viel Fette, die du zu dir nimmst. Ne? Ja. Obwohl es da natürlich auch gute, schlechte Fette gibt, weil ich Fett ist Fett finde in meinen Augen, aber es gibt wohl gute und schlechte Fette. Naja, also, da gibt es die verschiedensten Theorien. Ich persönlich sage immer, so ein bisschen einfach versuchen, ein bisschen gesund zu essen. Kann schon nicht schaden, ist schon nicht schlecht, ja. Aber ich halte mich selber auch sehr wenig daran. Also ich müsste da wesentlich mehr auch da Acht drauf geben, was ich esse und so, aber naja. Oh, ich war... Oh, ups, bin jetzt auch bei Norden. Ich war am Donnerstag am Abend. In Wien ist das Filmfestival. Das ging es schon seit Juli. Was für ein Festival? Filmfestival. Ach, Film, okay. Da werden einfach immer in so einem Open-Air-Kino vor dem Rathaus halt Filme gezeigt. Oh, das ist gut. Und da gibt es halt auch irrsinnig viele Essensstände. Ja. Ja. Boah. Viel zu viel. Ich meine, der Preis ist natürlich auch ein bisschen teurer, als ja, wenn du jetzt irgendwas isst, oder wenn du jetzt direkt in ein Restaurant isst oder so. Aber es war so gut. Ja. Wir haben uns zu zweit durchgegessen. Was habt ihr? Zu zweit haben wir uns durchgegessen. Also vom Stand zu Stand und überall mal gekostet, ja? Nein, ja, also nicht jeden Stand, aber wir haben uns halt eine Portion Tacos genommen und wir haben halt zu zweit gegessen. Dann eine Portion Indisch Street Food Mix. Okay.
war auch sehr gut. Dann halt. Ja, zu indischer Küche habe ich so fast gar keinen Bezug so richtig. Also das ist mir, da habe ja, ich immer nur im Kopf. Ich habe auch nie wirklich gegessen. Deshalb habe ich mir gedacht. Habe ich nur im Kopf ist scharf. Ja, das war jetzt eher. Also es war schon leicht schärfer, aber jetzt sozusagen gut gewürzt. Okay. Der schmeißt ja die Ballen richtig raus. Hm, wo bist du denn unterwegs? Die zweite ich da drüben abgelegt habe. Ja, ja. Funktioniert richtig gut, das Gerät. Musst du nicht so schnell ranfahren, die Ballen. Gehst da ja laut durch, das ist ja... Okay. Wie gesagt, 24 Ballen müssen wir für uns behalten, den Rest, den können wir in den Verkauf geben. Ach, das war zu schnell. Ja, wenn die nach hinten fahren, dann musst du ein bisschen warten. 8 kriegt man. Ja, 8 kriegst du drauf. Aber das sagte dir schon, du musstest ja unten jetzt sehen, wie voll du bist. Ja, 5. In 5 Volt. 5 Volt? Also Prozentsatz steht nicht dran, ne? Ja, oh ja. Jetzt bin ich 6 voll und hab 74. Aber normalerweise steht ja immer 1000 irgendwas und jetzt steht einfach nur 5. Ja. Oder 7. Ja, so ist das halt. So. Ich habe mir übrigens diese Woche einen Film gekauft. Einen richtig alten Film. Der ist älter als du. Der ist sogar älter als Dori. Der ist von 1986. Okay. Und der heißt Interceptor, glaube ich, im Deutschen. Übersetzt, ich glaube, The Thief oder Wolf oder sowas im Englischen. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Der ist mit Charlie Sheen. Der ist noch relativ jung. Und da geht es darum, dass so eine Gruppe, die von Autotunern, so eine Gang halt, die bringen einen um, einen Typen. Und dann kommt ein anderer Typ in die Stadt und gleichzeitig kommt dann so ein ganz tolles Concept-Car in die Stadt, ne? Also in den 60er Jahren, das ist irgendein Dodge M4S oder sowas, Concept-Car ist das. Und los. Und ja, der fährt dann immer in einzelne Rennen gegen die aus dieser Autogang dort, ne? Und holt sich halt einen nach dem nächsten. Also steht dann irgendwann quer auf der Straße und dann fährt er da rein und dann sterben die dann dadurch, ne? Also so ein bisschen so ein Rache-Movie halt, ne? Also so ein. Ja, das ist halt nicht schlecht. Ich fand den damals nicht schlecht. Ich glaube, der hat auch einigermaßen eine Kritik auf. Generell gekriegt, aber 6 von 10 hat er, glaube ich, auch dieser, wie heißt die Filmkritik gesagt Rotten hier? Tomato? Oder? Nee, Rotten Tomato ist ja gerade typisch 100. IMP, irgendwas, oder BD, oder? Ja, ja, genau. Nein, DB. IMDB. IMDB, weil das ist ja eine Datenbank. International Movie Database, das ist wahrscheinlich ausgesprochen. Ja. Da hat er, glaube ich, 6 von 10 oder so gekriegt, also, naja, gut. Also, ich finde ihn nicht schlecht. Und ich habe ihn da, also ich hatte ihn damals sogar auf VHS-Kassette. Also der lief irgendwann mal bei einem Free TV und da hat mir den auf VHS-Kassette. Und den habe ich sehr oft geguckt. Nur da war das noch so mit dem VPS noch nicht so ganz. Und deswegen hat der Film irgendwie ein bisschen früher angefangen, als die Aufnahmezeit eingestellt war. Und deswegen ja, das hat nicht immer bei allen TV-Sendern gestimmt mit der. Ja, ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und deswegen ist da dann fehlte da ein Stück. Am Anfang, deswegen wussten wir nie, wie dieser Film heißt. Also der Abspann war weg, ne? Vom Ende hat ein Stück gefehlt, und von Anfang ein Stück gefehlt. Das Jahr hat länger gedauert als angegeben, oder? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas muss da gewesen sein. Keine Ahnung. Also es hat auf jeden Fall vorne und hinten ein Stück gefehlt, deswegen wussten wir nicht, wie der Film heißt. Deswegen hieß der bei uns bloß Autorennen. Weil die da immer mit also Rennen gefahren sind mit Autos halt, ne? Autorennen der Film. Hab ich da drauf geschrieben. Aber jetzt, dann später irgendwann in meinem, wo ich dann älter war, habe ich mich dann mal daran erinnert, an diesen Film und dann wollte ich mir nicht wissen, wie der Film kann hieß. Man das über die Schauspieler im Internet zu versuchen. Und dann wusste ich nicht, wie das hieß und ach naja, dann habe ich dann immer geguckt und dachte mir so, Mensch als Kind, ja, Autorennen, Film und irgendwann bin ich dann auf den Titel gestoßen, der Interceptor. Dann wusste ich das und dann habe ich da mal kurz einen Trailer von gesehen und da erkennt man dann ja doch schon, ne,
die Hauptpersonen von dem Film und die Handelnden und dann wusste ich dann, was für ein Film das war. Aber die VHS-Kassette gibt's nicht mehr, die ist leider kaputt. Oh. Okay. Ah! Nein! Stopp entladen! Stopp entladen! Na? Nein! X ist entladen abbrechen. Warum nicht dieselbe Taste nochmal drücken? Wieso, was los? Ja, weil. Ja, halt. Du klingst so verzweifelt! Das hört sich gar nicht gut an. So, Screenshot gemacht. Ah. Hab mich gerade dran erinnert. Ja, das Problem ist, ich bin einfach halt dann nach hinten reingefahren mit dem Ding. Weil. Passt ja hinein. Ja. Aber der Dreck geht dann von der Fahrtstellung auf die Aufsammelstellung, fährt auf einmal der Arm aus, wenn du entlädst. Ah. Und der ist natürlich gegen die Wand geschlagen und hat den Hänger durch die Gegend geschoben. Ja, nicht geschlagen, aber ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich den Hänger wieder reinkriegen soll. Wie du den Hänger wieder was? Ja. Wie ich quasi wieder. Den Arm wieder freikriegst? Ja, ich kann den Arm nicht mehr einfahren. Hat sich in der Wand verglitscht? Es gibt die Option einfahren nicht mehr. Du musst einfach Arbeitsstellung drücken. Arbeitsstellung an aus, quasi. Also. B oder was das ist. Fährt nicht an. Mich? Nein. Lass mich mal kurz. Warte. So. Ich hab nur den Hänger mal kurz abgehängt. Ach so. Ja. Ja. Okay. Ja, das, Ich kann mir nicht mehr antworten. Das sieht jetzt doch etwas schwierig aus. Kann man den, glaubst du, bei Safe Game einfahren? Welche Taste ist denn abbrechen hier? X. Aber erst, wenn es ausgefahren ist. Achso, erst, wenn es oben ist. Oh ja! Da passieren hier noch merkwürdigere Sachen. Liege ich ja quasi mit dem Trecker auch noch quer hier. Okay, ich habe jetzt noch mehr Blödsinn angestellt hier. Aber ich habe jetzt den Trecker quasi noch quer gelegt. Du hast vorne den Arm. Ja, den musste ich gerade ein bisschen bewegen, weil der hinter dem Mast eigentlich hängt da. So, jetzt. Ja, da hilft eigentlich bloß, glaube ich, mit viel Schwung von hinten gegenfahren. Da hinten auch auf den Berg fahren und dann. Okay. Musst du da mal. Uiuiuiui. Versuchen von hinten das Ding irgendwie rauszuschieben. Ich hab nicht gewusst, dass sich dieser blöde Arm ausfährt. Ja, gut, ja. Sonst wäre das hier perfekt gegangen. Gut, dann heißt es doch eher daneben erstmal stellen, die Ballen. Ja, es wäre, also von der Höhe geht sich's aus. Und es ist aus dem mitten ausladen, aber. Gut, nee, dann ist okay. Ja, ich habe schon gedacht, dass das schwierig wird, da drinnen das richtig auszuladen. Da bin ich schon von ausgegangen, dass das nicht unbedingt die einfachste Operation wird. Also müsste man ja über Safe Game, müsste man ja den Arm einfach können, oder? Versuch's irgendwie rauszudrücken, rauszuschieben mit Kraft oder so, oder Gewalt, oder mit dem Arm irgendwie anzufassen, dass du den Hänger wenigstens so hinkriegst, dass du ihn rausziehen kannst. Du kannst ja auch den mit dem Arm vielleicht an dem Arm anfassen und das ein bisschen rüberschieben oder so von der anderen Seite, aber also den hast du ja schon. Er ist schon ordentlich eingekeilt. Ich glaube, du kannst ihn nämlich mit was drauf, kannst du ihn nicht zurücksetzen. Oder dass, wenn du zurücksetzt, dann geht das, was drauf liegt, verloren. Irgendwie so. Ja, wahrscheinlich.
das glaube ich eher. Weil das wäre sehr traurig, wenn dann irgendwo was liegt und du kannst es nicht zurücksetzen, weil was drauf ist. So, dann fahren wir hier mal einmal durchs Volle, mal gucken, ob das jetzt klappt. Nicht, dass ich jetzt nachher dann irgendeinen Meter stehen habe und das nicht abladen kann. Natürlich auch wieder Risiko, was ich hier mache. Das müsste sich ja ausgehen, eine komplette war ja 60 und ich hatte bis 30% drin. Die erste komplette Bahn. Aber es macht schon... Also hier jetzt Weizen kriegen wir auch jede Menge runter. Ich glaube, die haben am Ertrag haben sie doch ein bisschen gefeilt, also dass du mehr runterkriegst als früher. Also sonst waren es 15.000 ungefähr, die du mit der Frucht gemacht hast, die du vom Feld geholt hast. Und, naja gut, auch beim Preis von 500, naja doch, ja, komm, nee, weiß ich nicht, ob sie daran gedreht haben. Das Problem ist, du bist jetzt dann so weit vorgefahren, dass der Arm da drinnen festhängt. Dann schieb ihn doch nach hinten. Ja, geht nicht, weil der hintere Reifen oben ist. Mann. Brauchst du mehr Leistung? Soll ich mal mit dem Mähdrescher vorbeikommen? Bleibt der Mähdrescher stehen. Huch, du bist links von abgeschmissen, das Gebiss, das wollte ich gar nicht. Vielleicht kriege ich ihn von der anderen Seite irgendwie in Kalt. Du hast doch da auch Gabeln und kannst doch mit Palettengabel irgendwas machen, oder nicht? Da geht doch bestimmt was. Sachen gibt's hier. Na gut, aber was soll man sagen? Das ist jetzt trotz dessen erstmal das Ende dieser Folge. So traurig, ja, wie es jetzt auch gerade aussieht. Ich find's ja irgendwie ein bisschen geckig, da, was du da veranstalten musst, aber... Ja. Das ist ja was anderes. Und man konnte... Warum ist dieselbe Taste nicht einfach die Aktion abbrechen? Wieder in den alten Zustand. Ja gut, aber wenn du das sowieso nicht abbrechen kannst, eh das denn vorne ist, dann ist ja auch egal. Eben. Meine ich ja. Warum? Also, ja. Muss man warten, bis die Aktion beendet ist. Ja gut, das hat auch wieder... bestimmte Gründe wahrscheinlich. Würde dir der Entwickler sagen, ja, er würde dann sagen, bei dem Gerät ist das so. Jedes Gerät hat zumindest einen Notaus. Ja, aber dieses jetzt nicht. Das habe ich gemacht, das ist jetzt so. So, du verstehst, woher das kommt. Andere nicht. Tut aber leid, ich kann das nicht aufklären. Könnte sein, dass das sonst verkehrt verstanden wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bei uns ist das Chaos. Es richtet auch Ähnliches an. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.